Hier Schleswig-Westfalen. Hier einfach so halt. Gehe hier gerade spazieren und gerade spazieren. Gerade am Aufladen. Oh Mann, guter Auto hier. Heute ein bisschen feuchter Tag. Und ja. Das heißt, kurz gucken, wo Leute bauen. Die haben hier, sind da gerade am Bauen. Man sieht das Ganze hier. Hier, da Stelle, da die Bauen tut. Wir werden auch noch schaffen. Können auch rüber. Da. So. Super. Ey, nichts verlernt, ne? Super. So. Also, ich muss mal euch was erzählen. Monatsbeginn ab Dezember, wo Losgang, wo noch, wo ich ein Kurzvideo gemacht habe in Kassel, da habe ich doch mein erster drei Leute gesehen, das waren Fremde und die haben mich da angegriffen. Ja, an diesem Tag hatte ich Schmerzen und das war einfach scheiße gewesen. Und die haben Taschenkontrolle durchgeführt, haben mal welche Sachen bin bestohlen worden, haben Scheiße abgehauen. Ich wurde im Krankenhaus gelandet, also nur in der Einrichtung. Und da habe ich nur ein bisschen, ich wurde nicht in der Station nicht aufgeteilt, sondern nein, ich bin einfach so reingegangen, mich hingelegt und mich durchprüfen lassen. Und dann können sie sagen, sie können wieder nach Hause. Dann hat der Polizist gesagt, hey, Mr. Lars, Sie können gehen. Und sagen sich, ja, geil. Und sagen sich, ja, Sie müssen, ja, Sie, also kommen Sie noch mit, kommen Sie zum Wache, dass Sie noch Dings machen können. Uns beschildern können, was da passiert ist. Ich hatte auch alles gemacht, ne? Und ich hatte schon alles beweist, habe auch meine Stimme aufgezeichnet und alles so erzählt, was da kommt. Und auch in Bus war natürlich so, da haben wir, ja, der Zug hatte Verspätung, der Überleitungsstörung, da haben wir Borken eine Stunde festgehangen und da ist das Scheiß passiert, wo ich nach Hause wollte, hab's ja nicht geschafft. Und dann haben gesagt, okay, wenn sie das geschafft haben, bringen sie sich nach Hause, Polizisten. Haben gesagt, Bus fahren habe ich auch kein Geld, ich bin sowieso am Arsch. Und ja, in diesem Tag würde ich nicht vergessen. Es war einfach scheiße. Und heute aktuell, die Lage ist so, die arbeiten in Homberg, auch im Ziegenheim, wo auch ein Polizist da sind. Die arbeiten zusammen, sie kennen sich ja, Homberg und Ziegenheim. Weil die arbeiten Zusammenarbeit. Ich auch ganz gut finde. Aber es kommt das große Aber. Alles schön und gut, ne? Dass du erzählen kannst, ne? Aber das ist die Frage, wie kriege ich das alles so hin? Und das soll morgen zum Pier hin. Also aktuell soll ich natürlich, dazu würde ich meinen Binnenausweis wieder antragen, dass ich hier kostenlos fahren kann in der Bahn. Ja, das will ich auf jeden Fall. Scheiß Ticket kaufen. Aber da, wo ich in Wilhelmshöhe gewesen bin, der scheiß Automat hat nicht funktioniert. Ich habe kurz so ein kleines Video gedreht, weil ich ja das gerade die Dings reingeschoben, das Geld. Und wo die Angreifer haben mir die Laune. Und dann bin ich circa 7 zu Hause gewesen. Habe jetzt alles sperren lassen. Hier Nummer sperren lassen. Habe auch das Bankkonto sperren lassen. Wie das so gehört, ne? Es fühlt mich dann wie Kinderschutz oder hast nicht gesehen. Und ja, in diesen ja, scheiß Monaten vor dem Monatsbeginn. Und was doch. Das sind Idioten, ne? Also, ihr könnt es auch erzählen. Es ist einfach. Ist da Straßenaufbau. Ja. Ist einfach wie ein Horror. Und ja. Ich heute nehme ich auch ganz auch mal 4K wieder auf. Hab schon lange nicht durchgeführt mehr. Außer, wie ich schon gesagt habe, oder alles beklaut worden. Also bestohlen. Alter, schöner Bus hier. Warburg ist das hier. So fahren aktuell die Busse rum. Und ich wurde, ja, alle Sachen sind
Futsch. Das haben die Täter jetzt. Sie haben das Handy, aber sie können nur das Handy ordnen. Das Polizisten dauert, die Verarbeitung ist da am Marsch. Und jetzt habe ich Ersatzpornomie, habe Ersatzhandy. Und Gottes Willen, hätte ich hier kein Video nicht gemacht, wäre es auch gar nicht gekommen. Und so, ja, natürlich geht's ab Bahnhof Warburg, gibt's eine Änderung. Manchmal erhält doch Gleis 3, ne? Ist nicht mehr so, weil die Leute noch ein bisschen am Bauen sind. Der RE11 ist schon angekommen und der RE17 hält jetzt auf Gleis 2. Aus welchen Gründen? Und ja, ist auch schön, ne? Na, runter. Hat er grün bekommen. Und ja, hier haben wir so wieder Wilko. Das ist so ein Teil, das wir auch bei uns haben, unser Kreis. Ist ja so ein Ding auch mit Schiebetür. Genau, noch viel scheiße genug. So, stellen wir mal kurz. Könntest du so Treppen laufen? Und ja. Also jetzt Düsseldorf fährt er. Auf Altbeken, Eurobahn hat Einschränkungen, kann nicht weiter in Düsseldorf fahren. Weil Leute alle am Mummeln sind, bauen sind. Und ja. Und ja, ich würde sagen, ich würde mal Schluss machen. Weiß nicht. Und ja. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ja.